Das nächste Problem, da möchte ich natürlich auch nicht, dass die sich diese Ärzte und Krankenhäuser rauswinden. Also sie haben die Frechheit. Mit ihrer ärztlichen Arroganz maßen sie sich an, uns ihren Willen aufzudrängen. Und haben in ihrer Arroganz behauptet, dass es keine Stasi gibt. Und jetzt brauchen sie sich nicht an irgendwelche ärztliche Schweigepflicht und so berufen. Die hatten sie nicht. Die ganzen Behörden wissen Bescheid. Da liegen unsere Krankenakten. Da liegt genau, was wir haben. Was eine bodenlose Frechheit ist. Außerdem haben sie es gefaxt und gemailt. Und auch über ein Telefon darüber gesprochen und so weiter und so fort. Also, sie behalten ihre ärztliche Schweigepflicht. Und ich fordere die Polizei auf, unsere Akten zu beschlagnahmen. Und dann verschwinden die Akten. Und dann müssen wir sehen, ob wir in den Hirn der Ärzte noch was löschen oder umbauen müssen, damit sie wieder in der Gesellschaft tätig werden können. Das ist doch wohl nicht normal. Doktortitel, Arztkittel angezogen und nach 10 Jahren verblödet. So kenne ich Ärzte. Aber das ist was anderes. So. Dann möchte ich weiter darauf hinweisen, dass bei diesem Psychiater, wie hieß der noch? Hasselbeck, ne? Ja. Bei dem Hasselbeck wird es weitere Kranken abgeschrieben von Schutzbefohlen. Und ich weise die Staatsanwaltschaft und Polizei darauf hin, dass die auch verpflichtet sind, Schutzbefohlen zu helfen. Ich möchte diese Akten einsehen können. Ich bin Psychiater. Ich bin Sachverständiger. Also diese Psychiater und diese Ärzte, die sich mit mir anlegen, haben also sehr viel Glück, weil ich auch Mediziner bin. Dann möchte ich, dass das anläuft. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.